Moin. Moin. Willkommen zurück zu Burnout Revenge. Im letzten Part hatten wir, naja, ich sag mal, einen schönen Rangeleienaufbau von Fahrzeugen gehabt, die wir offenbar loswerden wollten. Nein, Spaß. Wir hatten auf jeden Fall viel Spaß gehabt, die ganzen Fahrzeuge wegzuschütten. Was haben wir denn hier überhaupt? Wir haben Zerstörung, Quell. Haben wir nur das. Wir haben Road Rage, Eliminator und Rennen. Komm, wir beginnen erstmal mit Rennen, dann machen wir Road Rage und dann Eliminator. Ah ja, stimmt, wir haben ja schon den... Nee, Moment, das ist ja kein Lamborghini. Ups, Entschuldigung, das wäre ein Lotus Esprit. Die haben den Möchtegern Lamborghini-Lotus Esprit freigeschaltet. Sieht auch nett aus. Warum nicht? Hätte ehrlich gesagt kein Problem damit. So, machen wir jetzt nochmal das Rennen und dann machen wir Road Rage, den wir im letzten Part nicht gemacht haben. So, zeig, was du drauf hast. Wow. Ich bin aus der Karte gefallen. Danke, Spiel. Das ist das erste Mal, dass mir sowas passiert, dass ich aus der Karte falle. Aber das Auto ist sehr, sehr schnell. Also, bin zweiter. Wo ist der erste? Da ist der erste. Was ist mit dir los? Der berührt die ganze Zeit die Wand. Ich weiß nicht, was mit denen los ist. So, er hat erstmal das Auto genommen, was ich zerstört habe. Oh, das war knapp. Zwei Runden. Okay. Lass sie Quatsch. So. Muss jetzt weg von dem Gegenverkehr. Ach, der nervt mich wirklich, dieser Gegner. Aha. Ahahaha. JKW. Wow. Vorsicht, Boss. Sehr knapp. Oh, das Auto gefällt mir auf jeden Fall. Sieht schön aus. Hört sich gut. Und ich werde überholt. Zumindest denke ich das. Ich mache keinen Takedown. Das ist irgendwie jetzt nicht gerade kontraproduktiv. So. Wie gefällt sie das, wenn ich über den Kopf springe, ne? Das ist doch viel besser für dich, oder? So. Wie er den Bus geschleudert hat. Klar. Ich spiel mal Fußball, hey Bus, krieg mal mit! Oh Mann, ist das witzig. Alter. Ja, Luftverfahren. Gerade einsetzen neben uns. Das ist ein Knopf. Oh, der ist da. Schön, dass die KI nicht weiß, wie sie fährt. Boah. Das Rennen war genial. Haben zwar nichts freigeschaltet dabei, es interessiert mich jetzt nicht wirklich viel. 16. 16 Sterne, damit wir hochsteigen. Cool. Achso, weil wir wertige TikTok in Eastern Bay gemacht haben. Cool. Würde ich auch mal bis hinbekommen. Nett. So.
Wir haben Road Rage, das haben wir schon im letzten Part nicht gemacht. Und das werde ich ehrlich gesagt auch machen. Ach so, weil wir so einfach sind, deswegen. Ah, dann nehmen wir ihn. Das ergibt wohl Sinn, warum wir keine Takedowns machen. Weil wir einfach sind, weil wir so leicht sind, dass wir geschubst werden. Da gibt's Sinn. Ja, gut. 16 Takedowns. In dem Bereich, ja schön. Dann machen wir es mit den Chrysler Crossfire. Der erste ist schon mal weg. Der zweite ist schon mal weg. Oh, super. Das hätte ich nicht machen dürfen. Weil jetzt zieht er weg. So, der ist schon mal weg. Der ist auch schon mal weg. Er will mehr. Ich gebe euch mal eine, ich lade dich mal rein. Ich sag dich, ich lade dich mal rein, so. So, der ist auch schon mal weg. Traffic Check. Bronze kriegen wir überall, das haben die richtig hoch angesetzt diesmal. So, der ist auch schon mal weg. Der fliegt schon mal weg wie eine Periode. Ja, die Hole. So. Schön, dass du dich wieder mal dafür opferst. So, jetzt habe ich den Sponsor. So, den habe ich mal schon gecheckt. Gecheckt, Alter. So, der ist auch schon mal weg. Der fliegt schon mal weg in das Haus. Gut. 12, damit wir Silber kriegen. Das heißt, ich brauche nur noch einen, damit ich Silber kriege. Ah, danke. Jetzt muss ich noch Gold kriegen. Ihr wisst, das war jetzt nicht gerade sein. 16. So. So. Dropping Jack. Habt ihr einen ins Gesicht bekommen und er kriegt jetzt wieder noch einen ins Gesicht. So, jetzt habe ich Gold bekommen. Richtig gut eingesetzt. Und da sagt er, ich kann nicht gut schätzen. Ich kann durchaus gut schätzen. Nur hier kann ich es nicht gut einschätzen. Du willst doch im Gegenverkehr machen. Boah, sag knapp. Ich hab's überlebt. Alter! Nö, der hat das wirklich ernsthaft so gemacht. Ja, ich habe jetzt nichts mehr. Dank den beiden Deppen. Ja, ihr seid schuld. Mach das mit. Baustelle, das ist wirklich Zeit. Wollt ihr mit wie Ping Pong spielen oder was? Schade. Oh, ich hab einen TikTok jetzt, aber das ist schön. Oh, der fliegt so richtig schön. Guck mal, wie viele Farben der hat. Oh. Instant Revenge. Schön. Aber ich bin tot. Bin voll der Toast geworden. Neues Autofigur, das ist schön. Noch 11 Sterne bis zum nächsten Rang. Das ist wunderschön, was ich da mache. Wisst ihr, das ist so wunderschön. Ich würde mich über hinlegen und mir wirklich mal Gedanken denken, wie ich das jetzt verarbeiten kann. Ihr wisst. Limited R 190DX. So, den. Ja. Den möchte ich gerne TVR und Jaguar Verschnitt. Sieht auch so aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Destruction-Zeit. Cool. Da haben wir es doch hinbekommen, diesen Signature-Takedown zu machen. Und
Das war auf jeden Fall lohnenswert. So, dann machen wir mal Zerstörungsmodus. Crush, Shaolin Temple. Dumble. Keine Ahnung. Sowas kann nur ich bevorzugen. 7 Millionen. Oha, was wollen die denn jetzt? Ah, da ist eine Rampe. Das sind mehrere Verkehrs. Ach so, ich soll die Rampe nehmen. Ah, okay. Das wird schwerer sein, als ich mir gedacht habe, weil da habe ich auf jeden Fall gar nicht so viel Spielchen. Komm, was war du? Nehmen. War das eine gute Idee oder war das eine schlechte Idee? Ja, ich glaube, das war eher schlecht. Schlecht als gerecht. Komm schon. Ah, das Zielauto habe ich umgekommen. Okay, gut. Jetzt guck mal. Ich habe nicht mal Bronze geschafft. Hallo? Das ist nicht gut. Ja, ich habe gar nichts geschafft. Obwohl das großer Schaden war, ich habe gar nichts geschafft. Ich bin wirklich enttäuscht. Na komm, lass mal die Limousine nehmen. Schon wenigstens ja, Bronze habe ich geschafft, zum Glück. Ah, Mann, ich habe mich gewundert, wann kriege ich Bronze, Alter. Ja, naja, 3,3 Millionen kann er hier sowieso nicht schaden. Neues Event, verfügbar, neues Auto, oder? 9 Sterne. Ja gut, Bronze macht sie eh manchmal. Aber wenigstens haben wir es hinter uns. Cool. Den Zerstörungsmodus haben wir jetzt auf jeden Fall gemacht. So. Oh, One Spots C180 LTE. Ja, auch wieder ein TVR Griffin diesmal. Ist doch so wie TVR Griffin. Sieht so aus. So, Crash haben wir auf jeden Fall, aber wir werden auf jeden Fall erstmal Eliminator machen. Haben wir ihn mal. In Weiß. Fängt ja gut an mit dem Part. Yes, das ist auf jeden Fall ein deutlich besserer Einstieg, als ich mir gedacht habe. So, natürlich versuchen wir Erste zu bleiben. Oh, die haben auf jeden Fall wunderschöne Sportwagen. Nicht letzter. Das kannst du dir sonst abschminken. Ich werde herumgeschubst wie eine Pinkpong. Alter, nee. So, das hast du auf jeden Fall gut verdient. So, hast du auch gut verdient. Ah, gut. Komm. Jedes Patient müsste ich doch immer noch kriegen, wenigstens. Thank you.
er einen Sprung gemacht hat. Wow, das war knapp. Ich hätte fast die falsche Seite genommen. So, jetzt sind wir in Podiumsplatzierung. Jetzt sind wir zwei, also noch eine Stelle, dann haben wir es hinter uns. Komm schon. Das wird doch nicht so schnell sein, Alter. Ja, das hinüber. Tja, das Eliminator habe ich problemlos geschafft. Tja, zack. Und da sagt er, dass es unmöglich wäre. Natürlich. Neues Auto verfügbar, ist schön. Nur 4 Sterne, dann sind wir in den nächsten Rang aufgestiegen. Das ist auf jeden Fall cool. Cool, cool, cool. So. Ja, das ist doch richtig fabelhaft. So, Custom 100, achso, R185DX. Den hatten wir schon mal. Den Ferrari Lotus Verschnitt. Was Event? Achso, das ist Zerstörungsevent, aber das machen wir nicht. Das sind alles Zerstörungsevent, die wir haben. Okay, dann gehen wir mal zu 7. Oha. Eliminator haben wir schon. Zerstörung. Burning Lab, haben wir das eigentlich mal gemacht? Mit dem Revenge Racer, ja natürlich, das Cover-Auto schlechthin. Obwohl, das ist für die Xbox 360-Fassung sogar ein Auto gewesen, was richtig gewesen ist. Wie, ja genau, sagt es richtig lauter. Nein, das Auto war für die Xbox 360 in der Demo zu fahren und deswegen wird man das Auto ständig sehen, als Coverbild. Ah, schade, die Abkürzung. Zwei. Oh ja, ich seid richtig fies. Das sind zwei Abkürzungen, die ich nehmen konnte, aber ich konnte sie nicht nehmen, weil ich offenbar leider das nicht bemerkt habe. Schön in die Luft. So, jetzt mal hier. Ich habe die Abkürzung nehmen. Wow, das war ein Sprung. Das war auch ein Sprung. Die fahren manchmal Fahrzeuge. Und ich habe offenbar das unterschätzt, dass Pfosten existieren. Pfosten sind dazu da, damit man die meisten unterstützt. Ist mir das aufgefallen, ist das auch richtig schnell. Ja, ist es. Ich möchte das Auto in dem Schrott verkaufen. Könnt ihr das bitte machen? Das Auto lohnt sich nicht. Das ist für mich zu schnell für meinen Geschmack. Zu elegant. Boah. Ich habe schon das dritte. Also Gold kriege ich auf jeden Fall nicht. Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht verdient, weil das ist wirklich ein Fehler. Der ist nicht schön. Silber habe ich es auch nicht verdient, weil ich habe ein schnelles Auto. Was mache ich? Ich verliere die Chance. Wären die Unfälle nicht da, hätte ich jetzt problemlos geschafft. Snipping the Competition. Ja, wir haben ein neues Trophäe bekommen. Neues Event verfügbar. Okay, wir sind jetzt Assassin. Also nicht Assassin's Creed, okay? Nicht falsch verstehen. Oh Mann. So. Cool. Weitere Rang sind hier hoch aufgestiegen. Ist schön. Je weiter wir hier hochsteigen, desto besser.
Assassin. Cool. Nein, wir werden das noch nicht machen. Wir müssen erstmal das noch machen. Crash. Ah, Rennen. Okay, dann machen wir mal ein Rennen und dann machen wir Crash-Modus. Haben wir ihn. Er sieht aus wie ein Lotus, muss ich ganz ehrlich sagen. Lotus Elise, diese Demo-Competition-Fahrzeuge. Obwohl die Autos eigentlich kaum Leistung, sondern nur dieses Aerodynamik-Pack bekommen haben. Leistungstechnisch gesehen ist dasselbe Auto eigentlich. Ich denke auch gerade, was hat sich denn Lotus dabei gedacht? So, der erste ist schon mal weg. So, erstmal die Abkürzung nehmen. Oh, na ja, gut, das ist keine Abkürzung. So. Das ist die Abkürzung. Aber lenkt sich richtig gut ein. Dafür, dass das Auto so programmiert wurde, dass es mir auf Driften. Also die Physik ist mir auf Driften und so erkennt lastiges Fahrverhalten. Okay, der will es also auf die harte Tour, ne? Gebe ich ihm gleich. So, Charge. Oh, das ist eine Hotshot. Das ist eine Hotshot. Schön. Ich wollte jetzt gerade sagen, das ist ein Hotshot, der jetzt gerade fährt. Alter. Ach nö, das ist eine Katastrophe. Komm, lass mich nochmal starten. Alter, was ist das für ein abartig schnelles Rennen, Alter? Das war ein Hot Rod, den wir mitgenommen haben. Oha. Ich hatte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass das Hot Rod mitfährt. Das war wirklich unerwartet. So. Schön. Eigentlich ist das Auto schön. Nein, fährt sich das Auto auch gut. Nur Durchhaltevermögen hat das Auto gar nicht. So. Hasta la vista, geht der hier die Paneros. Gerade sehr schnell, aber das wird auf jeden Fall sehr hart sein. ...190. Nicht schlecht. Nur Nitro, nur mal so als... Ach, was willst du schon wieder? Die Abkürzung habe ich gut mitgenommen. Es sind zwei Runden, die wir fahren. Aufpassen noch an dieser Passage, weil hier kann man leichter Unfälle machen, als ich mir gedacht habe, so wie ich das gemacht habe. Aha, Pfosten, natürlich. Oh, der. Oh, das alte Auto verdoppelt. Alter, was fahren denn da für Autos überhaupt? So. Abkürzung schön mitnehmen. Nicht verpassen. Die Abkürzung sieht genial, wie die sich wie Rennen gebaut haben.
Alter. Jetzt bin ich abgezogen, nicht mitnehmen lassen. Das ist doch wirklich eine Schande. So. Oh, der hat es auch mitgenommen. Das ist ja. Oh, es tut mir leid. Da kann ich ehrlich gesagt nichts dafür. Ist aber gut verdient. Ist ehrlich. Jetzt Autobahnfahrt machen. Hab genug von dieser Abkürzung. Er hat jetzt nur minimal was gebracht. So, erster. Seht ihr? Das ist machbar. Cool. Na, sie werden ein neues Auto verfügbar. Das ist schön. 77 mit 9 Sternen. Ja, jetzt brauchen wir nur noch 72. Ah, ist machbar. Ist auf jeden Fall machbar. So. Gut, dann machen wir heute noch den Zerstörungsmodus. Prototype R195DX. Achso. Ja, den möchte gern Ferrari Enzo. Ist doch so wie Ferrari Enzo. Unten Maserati MC 12. Award for getting double payback. Ach, das mit der Collage. Ja. Nett, mit der Collage. Mir tut das Auto zwar leid, aber hey, was soll man dazu sagen? Achso, award for doing, taking down a special. Ach so, weil wir ein spezielles Auto zerstört haben. Das ist schön. Schön. Cool. Achso, Road Rage. Ja, machen wir mal nächsten Part. Crash Double Cross. Machen wir mal den Zerstörungsmodus noch zum Schluss. Der Zerstörungsmodus gehört auch dazu. $5 Millionen. Ah, es ist der, wo. Okay. Ich kann mich erinnern, ich habe offline diesen, das da mal ausprobiert, diesen, diese Challenge, und ich sag's mal so, das ist wirklich schwer. Das ist nicht machbar. Mal gucken. So. Super, der ist sehr schwer, habe ich gesagt, nicht erwartet. Ja, ihr seht, es ist nicht machbar. Zwar kann ich hier Autos zerstören, aber oben fehlt mir ein bisschen was. Hier, ihr seht, ich kann nichts machen. Machen wir es neu. Was soll's, wir haben leider keine andere Wahl. Super Heavy bringt uns nichts. Nee. Oh, leichter. Und auch hier. Machen wir mal Neustart. Ja, der Modus ist auf jeden Fall sehr nervig, muss man mal sagen. Hier, ich mach alles, ich krieg's nicht hin. Neustart, das bringt nichts. Ihr seht, die ganzen Autos sind ja oben. Muss mal überlegen, wie ich das jetzt hinbekommen würde. So, ja.
wenigstens trifft er jetzt die Sau. Also, das ist nicht einfach. Also, ich kann so alles Mögliche mir anflehen, aber es wird nichts. Wenigstens Bonze. Ja. Bonze ist machbar. Lass mir mal. Dreckgestellt. Neues Event, neues Crash High Score. Ja. 69 bis zum neuen Rang. 69 Sterne bis zum neuen Rang, dann ist es machbar. So, ein Crash-Bonus machen wir doch heute. Ja, das ist Road Rage. Obwohl, machen wir Road Rage. Habe ich schon seit langem nicht mehr so richtig viel Bock gehabt. Autos eignen sich nicht zu zerstören. Oh, hier wieder die Dodge Viper. So. Lass mal noch ein Road Rage machen und dann war's heute. So, 80 Tickdowns. Oh, diesmal eine Stadt. Gut. Und schon machen sie den ersten Schaden. Herzlichen Glückwunsch. So. Der hat sich einfach nur gebogen. Ein Stückchen Papier. So, du bist weg. Ich sehe nichts. Ah, in den Truck. Das ist schön. Wo bist du denn? Ah, komm schon, komm schon, komm schon. Da bist du weg. So, der nächste. Damit die Zeit wieder verlängert wird und damit er mir nicht auf die Nerven geht. So, Double Payback. So, der ist schon mal weg. So, Bronze, Takedown Pro. Oh. 500 Takedowns in einem Profil. Hätte ich mir anders sehen können. Verkehrsfahrzeug. Was könnt ihr dafür, dass sie so im Weg stehen? Ich wollte nicht in der Abkürzung fahren, aber gut, wenn ihr es so haben möchtet, ich mache Bowling. Hat nicht geklappt. So, fahren mal in den Schwach rein. Nun ist mal weg. So, Silber. So, explosive Zerstörung für Felix. Na, der ist schon mal weg. Schade. Ist sogar dort auf der Weile. Hau ab! Nimm das Auto. Oh, nimm das. Nimm die Wand. Ein bisschen Brot gefälligst. Ups. Ich hab mich ein bisschen verrutscht, Alter. Tut mir leid. So. Jetzt hab ich den Kopf. So, dafür hat er dieses Auto mitgenommen. Herzlichen Glückwunsch für deine. Oh, das ist ja nett, dass du Autos mitnimmst. Ich meine, dafür musst du jetzt wirklich viel, nicht viel dafür machen. Danke dir. Du nimmst auch mal das Auto mit. Ja, die Wand, Entschuldigung, nimmst du auch mal mit. Die
die Stadt zerstört pur, sag ich mal. So, nun gehst du mal weg. Oh, ihr seid doch am Leben. Oh, schade, jetzt hast du das Auto gedauert. Hast du wirklich einen Rekord durchgeschafft. Ah, hat das Auto doch nicht gedauert. Ah, bitte schade. Was mit euch denn passiert? So, der ist schon mal weg. Double-Take. Ah, zwei gleichzeitig. Oh, das ist nicht gut. Oh, Traffic Check hat zerstört. Leg dich nicht bloß mit mir an. Das ist ein bisschen fick. Ich war ein Rekordkörper. Oh, ich hab meinen Spaß mit dem Modus. Das ist schon mal weg, weil er die unsichtbare Wand berührt, schämlich. Man soll die Wände nicht berühren, du machst es ja. So, jetzt ist der Dream. Achso, ich bin schon tot. Ah, schade. 34 Tickdowns in diesem Challenge. Respekt. Respekt, 34 Tickdowns, das muss mal einer nachmachen. Jetzt gerade. So. Oh, natürlich. Jetzt möchte ich das auch nicht in die Virtual machen. Oh, okay, machen wir schnell. Ingestan Bay. Hatte ich schon mal gehört. Ich weiß nicht, warum das jetzt nochmal zeigt. Aber egal. Na egal. Was haben wir denn dort? Oh, den nächsten Special oder den alten Lotus Formula-Wagen. Das ist ein alter Lotus, das weiß ich selber. Zwei Minuten 10. Schneller kaputt, als ich mir gesagt habe, weil der sehr instabil ist, sehr fragil. Wow, jetzt sollte ich mal aufhören, gegen den Verkehr zu fahren. Das soll ja hilfreich und hilfreich sein. Lalalala, ist das sehr schnell, weil ich mich nicht konzentrieren kann. Eine Sache, die mir auf jeden Fall auffällt, ist, der fährt sich besser als der Burnout 3 Formula Wagen. Der Burnout 3 Formula Wagen hat mir überhaupt nicht gefallen zu fahren. Sieht zwar besser aus, aber das da ist wenigstens noch spürbar besser zu fahren. Millionen Mal. Weg. Ich muss meine Zeit schaffen. Alter, ich hab's. Tut mir leid, dass ich jetzt die Part bei euch umsonst in den Leben gezogen habe, aber ich hab Gold geschafft. Wow. Das erste Mal. Ja, das Auto fuhr sich aber gut. Also, das ist wirklich ein der bessere Formula-Wagen. Neues Event verfügbar.
59 Eingänge bis zum nächsten Stern, das ist ja schön. Der Putt lief auf jeden Fall ordentlich heute. Dann kann man sich nicht beschweren. So. Und die nächsten Events machen wir im nächsten Part, Leute. Also, wir sehen uns dann im nächsten Part. Also, tschüss.